Hallo und herzlich willkommen zu Old World, einem Spiel vom Civilization 4 und Offworld Trading Company Chefdesigner Soren Johnson. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Wir spielen die Version 1.0. Hier unten könnt ihr sie sehen. Und worum geht es in diesem Spiel? Dieses Spiel ist ein Spiel, was in der Antike spielt, ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Forschung, Erkundung, Städte bauen. Also im klassischen Civilization 4 Style. Natürlich auch 5 und 6, allerdings nur in der Antike, gekreuzt mit Crusader Kings 3. Und das ist ziemlich cool, weil wir dadurch nämlich Familien haben, wir haben Familienzwiste, wir haben Probleme, die dadurch auftauchen und das macht unheimlich viel Spaß. Wenn ihr das Spiel spielen wollt, dann guckt doch gerne mal in die Mods rein. Dort gibt es die German Translation Mod, könnt ihr hier installieren vom guten Raven. Und tolle Mod, danke dafür nochmal, lieber Raven. Und dann in die Optionen und dann könnt ihr das im Thema UI auf Deutsch umstellen. Ansonsten habe ich bei Grafik hier, ihr könnt sehen, meine Einstellung. Die Auflösungsänderung auf 4K habe ich hier nicht gemacht, weil das bei mir nicht ganz so sauber funktioniert, sage ich von vornherein. Aber die normale Auflösung in Full HD funktioniert bei mir tadellos. Okay, wir gehen direkt rein ins neue Spiel und werden ein neues Spiel starten. Und wir spielen mit dem guten Romulus von Rom. Auch hier in diesem Spiel, nochmal ganz kurz gesagt, ich habe euch gerade eine Playlist verlinkt. Dort findet ihr das Tutorial, was ich gemacht hatte zum Early Access. Das ist hier in dem Spiel nach wie vor aktuell. Es hat sich da nicht so viel geändert. Es sind neue Events hinzugekommen und so weiter. Also dann gerne mal oben gucken und das Tutorial euch mal angucken. Der gute Romulus hat hier an Vorteilen Eisenverarbeitung und Steinbearbeitung und Polis, die Technologien, mit denen er startet. Dann haben wir den Hastati und den Legionär und ein paar Schreine für die römischen Gottheiten. Und auch hier habt ihr übrigens, wie in Crusader Kings, die Möglichkeit, wenn ihr hier drüber hovert, dann seht ihr hier an der Seite deinen Tooltip. Da könnt ihr mit der Maustaste den Tooltip hier festmachen. Und dann könnt ihr hier jetzt auf diese Sachen gehen und hier wirklich in diese Sachen, diesen Tooltip, ja, wirklich kaskadieren. Und das hört irgendwann auf. Ja, ihr seht, jetzt geht es hier mit der Maustaste nicht mehr. Dann braucht ihr Shift und dann könnt ihr wirklich hier das Ganze immer weiter und weiter kaskadieren und wirklich hier über die Tooltips kommen und euch die ganzen Sachen anlesen. Ganz, 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 ganz toll. Also wirklich eine super Sache. Das würde ich mir echt für Civ wünschen. So, das sind unsere Familien. Das wird gleich interessant. Dann gehen wir mal weiter. Wir machen das mit der erweiterten Einstellung bitte. Und wir sind beim Zugmodus, bleiben wir bei Jahre, Semester, finde ich nicht so gut, wir bleiben bei Jahren. Ereignislevel lassen wir bei angemessen, das passt. Erbfolge oder Erstgeburt passt auch. Und der Tüchtige, dann gehen wir mal auf der Kräftige, so also in die gute Mitte rein. Oder, ja komm, wir machen mal der Großmütige. Allerdings bleiben wir bei der Stammesstärke auf Normal. Bei der KI-Aggressivität gehen wir auch auf Normal und KI-Entwicklung auf keine. Und das ist eine ganz wichtige Sache. KI-Entwicklung, was ist das? Ihr kennt ja wahrscheinlich Civilization 6 und selbst wenn nicht, ist es nicht schlimm. Auf jeden Fall ist es bei Civilization 6 so, dass ihr unter dem höchsten Schwierigkeitsgrad Gottheit keine besonderen Sachen bekommt, sondern der KI-Gegner bekommt mehrere Siedler und so weiter und so fort. Das könnt ihr hier einstellen. Das heißt, ihr könnt die Aggressivität manipulieren, wie er reagiert. Und diese Boni ausschalten. Das heißt, wir spielen hier quasi gegen einen Gegner, der ja die gleichen Startschwierigkeiten bei der Großmütige bekommt wie wir. Allerdings mit der Entwicklung hier keine Boni bekommt. Das heißt, wir können uns wirklich mal angucken, wie gut die KI hier wirklich ist. Da bin ich sehr gespannt drauf. Okay, ansonsten bleibt hier alles an. MapScript bleibt auf zufällig. Kartengröße bleibt auf Large. Und das bleibt alles so, wie es ist. Ansonsten beim Rollenspiel, das ist mir nochmal sehr wichtig, dort könnt ihr bei den Events die Tooltips ausschalten, also die Pop-Ups. Das ist echt cool, dann könnt ihr nämlich wirklich entscheiden, wie würde ich als Romulus entscheiden in diesem Moment. Und da möchte ich gleich mal ankündigen, je nachdem, wann ihr das Video seht, am 2.7. gibt es bei mir live auf YouTube und Twitch ein Rollenspiel hierzu. Und da werden wir diese Option aktivieren.
Und wir starten nicht in dieses Spiel, sondern mit einem der anderen Charaktere ein Spiel. Wir werden auch bei der Schwierigkeit ein bisschen höher gehen und mal so ein bisschen in den Hardcore-Modus schauen, wie gut die KI dort ist. Und hier werden wir das allerdings so lassen und wir starten unser Spiel. Wir gucken aber, ob ich alles richtig eingestellt habe. Ja, das passt. Okay, eine Sache zeige ich euch nochmal schnell. Ihr habt hier auch vorgefertigte Karten. Habe ich lange überlegt, ob ich das spiele. Ihr seht hier Karthago. Ihr seht zum Beispiel Middle East, Mediterranean, Old World und so weiter. Das lassen wir weg. Ich möchte hier tatsächlich mal die zufällige Karte spielen. Okay, gut. Dann geht's los. Und wenn das Spiel gestartet ist, bin ich wieder für euch da. Bis gleich. Und da sind wir im Spiel angekommen und Rome in the old world. Okay, könnt ihr das gerne durchlesen? Wir starten als Romulus und wir gucken uns erstmal an, was er kann. The capital will be the heart of our nation. Jawohl. Also, ganz, ganz kurz. Was sehen wir hier? Wir haben hier oben unsere, ja, Jobs, die wir vergeben können. Das ist einmal Gesandte, Kanzler und so weiter, Meisterspion. Und wir sehen hier, Prinz Remus ist aktuell, ja, der Prinz von uns. Hier oben haben wir die Möglichkeiten, mal durch die Religion zu gehen. Die wurden noch nicht gegründet. Wir können hier uns die Reiche angucken, haben wir auch nichts. Einheiten und die anderen Charaktere, die uns so bekannt sind, da gibt es hier vorgefertigte Filter. Okay, ansonsten gibt es hier oben die Siegbedingungen. Dann haben wir einmal hier die Erbschaft und das ist unsere Familie und da gehen wir jetzt mal rein. Dieses umrandete, ja wie soll man das sagen, dieses golden umrandete Element, das ist der aktuelle König. Der aktuelle König, der das hier erben wird. Und ihr seht hier auch die Erbfolge, erst momentan auf Platz 1. Und wir gucken uns erstmal ihn hier an. König Romulus, der Begründer. Wir sind 22 Jahre alt, Oberhaupt von Rom. Wir sind der Begründer. Wir sind Taktiker. Das gibt uns diese Boni hier. Plus 2 Unzufriedenheit, allgemein 4, nee, plus 2 Weisheit, entschuldigt, und 4 Forschung. Das ist gut. Es gibt Geld, sehr schön. 60 Meinung über Feldheere mit diesem Perk. Plus 40 Meinung über andere Taktiker. Minus 60 über Feldheere, 30 Meinung für Berufsarmeen. Okay. Und unser Bruder ist übrigens ein Intrigant. Das ist auch sehr interessant. Das gibt ihm nämlich plus 2 Mut auf das Ganze. Und ihr seht es hier, Meinung über euch, er ist aufgebracht. Er ist rachsüchtig gegenüber uns. Naja, das wird auf jeden Fall schon mal spannend werden hier. Gut, dann gucken wir mal weiter. Wir haben aktuell keine Gesetze aktiviert. Wir haben noch keine Zeitlinie. Wir haben bei der Technologie, das gucken wir uns gleich an, noch nicht allzu viel erforscht. Ihr seht, was es hier alles gibt. Okay, ansonsten, die Städte sind momentan noch nicht so interessant. Da gibt es nämlich noch keine. In diesen Bereichen hier, diese Stadtfelder hier, da könnt ihr Städte gründen. Das heißt, ihr könnt nur Städte gründen auf diesen Sachen. Und kleiner Tipp, wenn ihr hier eine Einheit draufstellt, dann könnt ihr dieses Stadtfeld für euch blockieren. Und jetzt nehmen wir mal unseren Siedler und gucken mal, wo wir eine Stadt gründen können. Ihr seht hier die Grenze, je nachdem, wo wir den hinstellen. Oh, hier unten hätten wir sogar noch das Wasser hier unten mit drinne. Und die Pferde und hier oben das Feld. Oh, das gefällt mir. Das nehmen wir. Wir gehen da hin und gründen hier unsere Stadt. Und jetzt bei der Stadtgründung ist auch sehr wichtig, welche Familie wir als erste nehmen. Denn wir haben einmal bei denen, ihr seht es hier, bei Sitzgründung, was sollte wahrscheinlich Stadtgründung heißen, erstellen wir eine Garnison. Hier haben wir, da haben wir bei der Gründung 2 zusätzliche Bürger. Hier haben wir einen neuen Vertrauten, Geistlicher des Hofstaats. Und hier bekommen wir 400 von den Verwaltungspunkten. Die sind auch wichtig hinterher für diverse Dinge, zum Beispiel Gesetze erlassen und so weiter und so fort. Ich würde tatsächlich auf die Garnison gehen. Okay, und jetzt können wir eine Technologie auswählen. Das ist auch ziemlich cool. Ihr bekommt nämlich, wenn ihr mal in den Technologiebaum geht, nicht alle Technologien hier überhaupt angezeigt. Also, ihr habt die Möglichkeit, die Technologien, die ihr habt, seht ihr hier in grün. Die Technologien, ihr seht es,
die uns gerade angezeigt werden. Verwaltung, Wahrsagung, Fallenstellen. Wir gehen nochmal zurück. Fallenstellen, Wahrsagung, Verwaltung. Das sind die hier. Die sehen wir. Die sehen wir hier in blau. Und die Technologien, die grundsätzlich möglich sind, sehen wir in rot. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil wir hier ein Kartendeck haben. Das Kartendeck ist zufällig gemischt und ihr könnt neue Karten ziehen. Die Karten, die hier zu sehen sind, kommen dann nicht wieder. Erst wenn das ganze Kartendeck durch ist, ihr habt aktuell die Möglichkeit, drei Karten zu ziehen. Das heißt, von diesen vier Karten werden beim nächsten Mal drei gezogen werden. Und danach kommen wieder alle Karten, die zufällig gemischt werden. Das heißt, danach ist die Forstwirtschaft die wahrscheinlichste Lösung und eine von denen hier. Die sind dann auch alle mit drin, die dann gezogen werden. Und das ist eine extrem coole Sache, denn dadurch habt ihr ein bisschen mehr Zufall in das Ganze reingebracht. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Wir haben einmal das Fallenstellen, das ist der Schleuderer. Das finde ich allerdings ganz interessant. Und wir haben Lager möglich. Dadurch können wir Kamele, Elefanten, Wild und Felle machen. Heiligtum finde ich noch nicht so spannend. Staatskasse bringt uns bei der Fertigstellung 100 Gold. Und wir hätten die Möglichkeit, eine Kornkammer zu bauen. Das ist auch nicht schlecht. Schau mal, ob das hier sinnvoll ist. Oh, schaut mal. Hier vorne hat sich unsere Garnison gebaut. Sehr cool. Ich weiß nicht, wir hätten hier Wild. Wir haben da Pferde. Das macht also durchaus Sinn, dass wir auf das Lager gehen. Da können wir Wild abbauen. Da machen wir erstmal die Fallenstellen. Okay, gut. Ansonsten haben wir hier Nahrung, Eisen, Steine, Holz und die Orderpunkte, die Befehlspunkte. Und das ist eine Sache, die finde ich ganz, ganz, ganz toll. Ihr kriegt pro Runde, das ist abhängig von eurem Herrscher, von Technologien, Gebäuden, die ihr baut und so weiter und so fort, bekommt ihr diese Befehlspunkte. Und ihr müsst für alles, was ihr macht, Befehlspunkte ausgeben. Na, wir sehen das hier. Wir haben jetzt hier drei Einheiten. Einmal unseren Krieger, den lassen wir hier erstmal stehen. Und ihr seht auch, wo der hinziehen kann. Und wir sehen dann auch, wie viel Bewegungs- oder Befehlspunkte wir übrig haben. Dieser Rahmen hier würde uns einen Befehlspunkt kosten. Hier hätten wir zwei, drei, vier würden wir ausgeben. Vier ist das Maximum, was er ziehen kann. Beim fünften würden wir noch mehr ausgeben müssen. Das machen wir nicht, aber ihn lassen wir erstmal da stehen. Wichtig ist mir, dass wir anfangen, mit unserem Bauarbeiter hier unten die Sachen zu bauen. Und zwar, ja, es ist die Frage, womit wir anfangen. Errichte einen Steinbruch. Wir sind bei minus zwei Steinen, macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Dann haben wir noch vier Orderpunkte. Dann sagen wir mal, ein Steinbruch würde uns plus 10 Steine bringen und auch zweimal Verwaltungspunkte pro Runde. Ja, okay, das machen wir. Gut, dann gehen wir gleich mit ihm weiter. Jetzt schauen wir aber erstmal in unsere Stadt rein nach Rom. So, hier sehen wir auch immer sehr schön, was diese Städte hier mit einbringen. Die Stadt kostet uns zum Beispiel zwei Steine aktuell, bringt uns 15 Training. Auch das ist ganz cool. Die Städte funktionieren hier nämlich auch ein bisschen anders. Wenn ihr neue Einheiten haben wollt, braucht ihr sogenannte Trainingspunkte. Und es gibt hier keine Produktionspunkte im eigentlichen Sinne. Denn Einheiten werden trainiert, dafür braucht ihr die Trainingspunkte. Siedler werden über Wachstum generiert. Das ist eine fiktive Größe, die es hier gibt. Die wird maßgeblich durch Nahrung mit eingebracht und natürlich auch durch andere Sachen. Bei genügend Wachstum bekommt ihr einen Bürger. Der Bürger hat einige Vorteile, aber auch Nachteile, denn er steigert die Unruhe. Und den Siedler bauen wir automatisch. In sechs Runden ist er fertig. So, Unruhe ist auch sehr spannend. Ihr könnt hier regelmäßig was machen. Grundsätzlich wird die Unruhe aber pro Runde um 9 steigen. Und ihr seht hier, Städte schüren Unruhe über die Zeit. Und wenn die Unruhe einer Stadt sich vermehrt, dann gibt das Probleme. Wir können Spiele benutzen, um das zu reduzieren. Aber es wird mit der Zeit wahrscheinlich um einige Stufen steigen und dann bekommen wir Probleme mit Geld. Das heißt, die Wartung der Stadt wird höher. Das würden wir dann hier sehen. Ihr seht dort, das kostet uns jetzt schon 3,6 bei 19 Einnahmen. Das sorgt dann für die 15,4 hier in der Stadt.
Und das Wachstum würde dann auch verringert werden. Das würden wir dann hier sehen. Da ist aktuell noch nichts mit drin. Also irgendwann, also eine sehr spannende Mechanik, muss ich sagen. Ganz toll. Hier brauchen wir eigentlich noch nichts machen. Das passt alles. Wir könnten einen Gouverneur einstellen. Ah, ich weiß nicht, bei Romulus. Den halten wir uns nochmal, den halten wir uns nochmal offen. Wir könnten sie nehmen. Das kostet uns ein bisschen Geld. Ne, das lassen wir mal. Okay. Gut, dann gehen wir mit unserem Erkunder los. Wir haben noch 3 Punkte. Und wir könnten in die Richtung gehen. Da sind Barbaren. Dann gehen wir mal in die Richtung. So, und die Frage, wo lang? Ich würde tatsächlich hier unten lang gehen. Einmal da drauf, bitte. So. Auf Bergen haben wir nämlich gleich eine erhöhte Sichtweite. Sehr schön. Auch hier bei den Barbaren nochmal eine Kleinigkeit, die ich euch auf jeden Fall erzählen will. Die Barbaren werden mit der Zeit, ihr seht es hier in 4 Runden, also in 4 Jahren wird eine neue Einheit fertiggestellt. Und die Barbaren werden mit der Zeit wachsen und sich weiterentwickeln zu Stämmen. Das ist eine ganz interessante Mechanik. Das heißt, wenn ihr die Barbaren hier nicht vernichtet, dann habt ihr hier irgendwann Stämme. Und diese Stämme werden auch neue Städte gründen. Ganz, ganz spannend. Übrigens auch die Grafik der Karte, uns das mal angucken, sieht wirklich, wirklich toll aus. Also das ist schon echt ein hübsches Spiel. Okay, nächste Runde. Macht ihr dort unten. Wir gucken nochmal, wir haben keine Orderpunkte mehr. Wir können also nichts machen. Nächste Runde. So, dann schauen wir mal. Dass wir tatsächlich mit dem hier, wir haben jetzt 9 Punkte, das ist nicht allzu viel. Ja, wir gehen langsam mit ihm hier lang in die Richtung. Aber mir ist tatsächlich wichtiger, dass wir mit ihm hier oben in Richtung des Stadtfelds kommen. Gucken wir mal dahin. Da ist auch noch nichts. Dann gehen wir mal hier in die Richtung der Berge. Oh, das sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Dann würde ich mich tatsächlich mal hier oben hin bewegen. Den lassen wir jetzt mal da stehen. Und dann gehen wir mit ihm dahin. Erfahrene Krieger. Ein Veteranenkrieger ist in den Ruinen. Wir können jetzt militärische Techniken lernen oder sie bitten, die Truppen zu führen. Erlange die Militärausbildung. Das gibt uns eine Technologie. Oh, wow. Dann nehmen wir das. Lerne ihre militärischen Techniken. Sehr schön. Cool. Guckt mal, das hier ist eine richtige Stadt entstanden. Wow. Cool. Sehr schön. Das war nicht schlecht. Wir haben noch einen Punkt. Er kann sich nicht mehr bewegen. Dann gehen wir mit dir da oben auf den Berg. Okay, ihr könnt übrigens auch hier Ressourcen abbauen. Das mache ich aber tatsächlich bewusst nicht. Da bin ich kein großer Freund von. Bei Holz könnt ihr Holz auch in Zukunft fällen. Aber ich ist so eine persönliche Sache. Ich mag es nicht, Ressourcen abzubauen. Nächste Runde. Das bringt euch zwar einen kurzfristigen Boost, aber naja, okay. Gut, mit ihm gehen wir langsam weiter. 8 Orderpunkte haben wir dann noch übrig. Dahin bitte. Gucken wir mal, was der da hinten zu bieten hat. Das Problem ist halt, in 2 Jahren kommt eine neue Einheit. Okay, um die müssten wir uns so kümmern. Hier kommt bald ein Siedler. Den schicken wir dahin. Und wir gehen weiter da oben lang. Wow. Krass. Das ist richtig hier. Also das sieht ja auch geil aus, oder? Direkt das Eis hier angeschlossen an die Tundra. Wow. Wir gehen mal weiter in die Richtung. Da oben haben wir Fälle entdeckt. Oh, ein arroganter Botschafter von den Dänen. Anführerin Hermtrud der Dänen. Rom, Waffenruhe zurückhaltend. Okay, Barbaren, ein Barbaren-Warlord stellt sich uns vor. Wir könnten von Freundschaft profitieren. Alle Familien werden 20 Meinung verlieren für 20 Jahre. Wir behalten die Waffenruhe bei. Wir könnten sagen, wir handeln nur mit unseresgleichen.
benötigt König Romulus. Wir gucken mal in den Tooltip. König Romulus, was auch immer das für ein Perk ist, ist größer als 2, sein Mut wahrscheinlich. Ja, größer gleich 2 würde ja passen. Unsere Klingen werden für uns sprechen. Krieg. Das versuchen wir mal. Wir werden dann im Frieden. Zack. So, und jetzt können wir übrigens hier oben bei den Nationen sehen, wen wir hier getroffen haben. Volksstämme. Das ist ziemlich cool, denn die Volksstämme entwickeln sich langsam hier aus diesen Barbaren tatsächlich. Das heißt, das ist schon besetzt. Dann gehen wir mal da unten hin. Dann haben wir tatsächlich noch Punkte übrig und werden mal mit dir. Wir bleiben hier im Wald. Im Wald geben wir erstmal unsere Deckung nicht auf und sollten auch nicht erkannt werden. Okay, passt. Wir können hier übrigens auch einen Heerführer hinzufügen. Und da könnten wir überlegen, ob wir den König direkt nehmen. Machen wir mal. Kostet uns übrigens 100 Trainingspunkte. Aber ich denke, das war es wert. Und wir könnten sie auch befördern. Kostet einen Punkt, können wir nicht machen. Wir könnten überlegen, ob wir in der nächsten Runde plus 25% Kampfstärke von Stadtteilen. Das bringt uns nichts. Blutdürstig versus beschäftigt versus Nahkampf. Das wäre halt eine Möglichkeit, dass wir den Tapfer-Perk noch mit reinpacken in diesen Krieger. Okay, jetzt gehen wir erstmal ein Jahr weiter. Was ist da? Das sieht mir nach einem Dänen aus. In 3 Runden. Da oben ist nämlich einer und da ist auch einer. Wir gehen mal mit ihm zurück in die Richtung. Das ist mir hier von einem Bären angegriffen. Oh Gott. Escort the survivors to the nearest settlement. Minus 4. Könnte zu zukünftigen Items provide the survivor with a guide, but send out people on. Minus 2 Befehlspunkte. Promise to notify the nearest settlement of their plight. Könnte zu Ereignissen führen. Das ist, glaube ich, die beste Lösung. Ah, schwierig. Wir haben, also das Problem ist, wir haben jetzt die Ägypter getroffen. Und die wurden von den Bären angegriffen. Jetzt ist die Frage, was wir machen. Ich würde sagen, wir eskortieren sie zur nächsten Stadt. Das machen wir. Ich denke, das ist für die Beziehung die beste Lösung. Minus 34, unsere Stärke near. Okay. Gut, dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Er könnte noch ein Stadtfeld gehen. Nein, wir lassen ihn da jetzt erstmal stehen. Passen. Dann haben wir ihn. Mit ihm wollten wir einmal befördern und den Tapfer-Perk. Dann hat er hier eine höhere Kampfstärke. So, dann haben wir alles ausgegeben. Nächste Runde. Er erntet hier tatsächlich. Ich würde den irgendwie angreifen. Das wird aber schon wieder alles aus. Das wir, hätten wir noch 8 Punkte übrig. Wir versuchen das mal. Einmal dahin. Und Angriff. Wir sehen bei diesem Angriff übrigens, ich gehe mal ein bisschen näher ran, auch an der linken Seite sehr gut, welche Boni wir haben. Er hat 3 Kampfstärke plus 25 und plus 20. Und nochmal Verteidigung. Wir haben Feldherr, das haben wir gerade gemacht. Die Familie bringt uns ein bisschen wenig, aber Treue plus 25, das hat also schon mal eine Menge gebracht. Und damit sind wir bei 5 im Angriff. Sehr gut. Und Angriff bitte. Na, sehr schön. 13 von 20 ist noch übrig. Super. Dann gucken wir mal, dass wir mit ihm immer noch mal passen. Den lassen wir hier stehen und sichern das erstmal.
Es war früher tatsächlich so, dass die Ressource mal geerntet wurde. Das kann sein, dass, also es ist offensichtlich so, dass sie das geändert haben, dass sie nur noch, ja, geerntet werden und einen Cooldown haben, bis sie wieder geerntet werden können. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Dann könnte man überlegen, dass man ab und an auch tatsächlich mal erntet. Okay. Zwei Runden ist unser Siedler fertig. Von einem Bären angegriffen. The victims of the bear attack are delivered safely to a settlement of their nation, Ägypten. The village leader thanks our peoples for their kindness. Königin Hatzeputz, der Begründer auf Ägypten. Wir haben plus 20 Meinung bekommen für 20 Jahre. Das ist tatsächlich da schon mit drin. Sehr cool. Okay, er bekommt 40 Erfahrung oder Trade. Offer to set up a trade between our two nations. Das würde uns geben plus 17 Gold für 1,4 Nahrung. Na, das können wir leider nicht. Wir haben nicht genug Nahrung. Wir haben nur plus 1. Dann express a desire to cooperate in the future. Alles klar. Gut. Wir warten hier ab. Gucken wir mal, was er zu tun hat. Ja. So, das haben wir. Jetzt sollten wir uns auf jeden Fall um Nahrung kümmern. Das haben wir da oben. Und da werden wir bitte direkt eine Farm bauen. Und hier seht ihr übrigens bei der Farm, dass das hier Wachstum bringt und Nahrung. Eine Farm bitte. Okay, wir haben noch drei Punkte. Wenn ihr diese Punkte nicht braucht, werden diese Punkte am Ende des Tages umgewandelt in Geld. Das seht ihr hier, ja, die werden dann umgewandelt. Und das ist auch eine schöne Sache. Ihr könnt die Sachen nämlich nicht ansparen. Gut, dann schau noch einmal in die Nachfolge rein. Und, oh, die haben schon ein Kind. Prinzessgemahlin Camilla. Wie ist sie denn drauf? Sie hat Charisma. Sie ist sehr diszipliniert. Baumeisterin. Ei. Weibliche Prinz, weibliche Gemahlin Camilla, deine Schwägerin, 31. Wow. Meinung über euch verärgert. Wie ist er drauf? 140. Okay. Und Herzog Tiberius. Zurückhaltend. Naja, gut. Bei dem Alter hätte ich das auch nicht anders erwartet. Okay. Gut. Dann gehen wir mal in die nächste Runde. Und schauen mal, was hier so passiert. Da oben geht er in die Richtung. Oh! Da müssen wir jetzt aufpassen. Wir versuchen mal, ihn weiter anzugreifen. Nächste Runde ist er tot. Na, mal gucken, ob wir das schaffen. Eine Runde ist der Siedler fertig. Die Frage ist halt, ob wir hier irgendwas machen können. Wir könnten die Spezialisierung ändern. Steinmetz bringt uns einen weiteren Verwaltungspunkt und 5 pro Jahr an Steinen. Das würde die Grenzen ausweiten. Ja, ich weiß nicht. Das Problem ist halt auch die Unruhe. Da müssen wir tatsächlich regelmäßig was machen. Übrigens, die Unruhe reduziert minus 20 und ihr sammelt hier bis zu 100 an. Und danach steigt es dann jeweils um eine Stufe auf. Das würde uns sogar 20 Wachstum bringen, aber das macht jetzt keinen Sinn. Obwohl doch, es würde schon Sinn machen. Wir sind schon bei 45. Wir könnten natürlich auch einen Krieger bauen. 4 Runden. Das machen wir. Wir bauen erstmal einen Krieger. Und danach machen wir Festspiele. Okay. Sehr schön, nächste Runde. Ihn lassen wir dann noch stehen. Ein Heiratsangebot von der Fabius-Familie für König Romulus. Oh, was denkst du denn? Also, wir haben die Möglichkeit, Marcia zu heiraten. 19. Ei. Sie hat 3 Disziplinen als Statthalter, minus ein Jahr, um Verbesserung zu bauen. Oh, das ist geil. Stärke Landwirtschaft, das ist ja super. Was hat sie als Heerführerin? Ne, Heerführer sind wir selbst. Ich würde tatsächlich sie nehmen, Marcia. Ja, wir nehmen Marcia. Das ist super. Minus 1
um Sachen zu bauen, ist eine ganz tolle Sache. Okay. Das geht noch nicht. Nächstes Jahr erst. Alles klar. Nächste Runde. Ja, er greift hier an, das ist klar. Aber wir vernichten jetzt diese Einheit. Und bitte, zack. Romulus ist du und der Heerführer von Krieger. Ja. Okay. Wir können jetzt haben, befördern Sie den König Romulus, der Begründer. Wir können ihn dem Schildträger geben. Das gibt ihn plus 5% für Fernkampfeinheiten. Und Heerführer versus Fernkampf sogar 10%. Er könnte die Treue bekommen. Na toll. Die haben wir ihm gerade gegeben. Oder er bekommt einen zusätzlichen Mut. Das würde uns plus 8 geben für die Ausbildung. Ja, das nehmen wir. Das nehmen wir. Sehr gut. Okay, dann machen wir da gleich weiter in der nächsten Runde. Schön. Ist unser Siedler fertig? Yes, auch das ist fertig. Wir schicken den dahin. Und ich würde tatsächlich sagen, wir nehmen auch das Feld. Einmal nach da. Okay, gut. Gucken wir mal, was er hat. Da sind wir noch nicht weiter. Da bleiben wir noch stehen, bis er hier fertig ist. Und dann haben wir es eigentlich, ne? Wir gucken hier mal. Lager zerstört. Lager der Barbaren zerstört. Stadt gebaut. Maximale Befehle. Wir haben 80 bekommen. Bonuseffekte. Alles klar. Nächste Runde. So, Fallen stellen. Sehr schön. Oh yeah, Axtkämpfer. Wir können natürlich auch neu ziehen, aber das geht noch nicht. Das benötigen Anführer in der Wissenschaft. Siedler. Ich glaube, dann steht es eigentlich völlig außer Frage, was wir machen. Er sagt uns auch hier ganz klar empfohlen, Siedler machen wir. Okay. Er einmal angreifen. Ja, das sieht gut aus. Zack. Er ist betäubt. Leg dich niemals mit einem Römer an. Okay, so. Er geht dahin. Jetzt ist die Frage, wo wir die Stadt gründen. Wir könnten sie hier gründen. Dann hätten wir hier einfach nur so Dickicht mit drinne. Hier hätten wir das Feld mit drin. Das ist Korn. Hier unten noch irgendwas Spannendes. Wir können ja mal dahin gehen. Nee, da ist nichts. Dann werden wir die Stadt einmal dort gründen. So, jetzt ist die Frage, welcher Familie wir das geben. Das hat ja die Fabius-Familie bekommen. Wir könnten das der Claudius geben. Fehlenden Honig minus 10, fine Oliven. Gibt uns 2 Wachstum und plus 2 für Getreide oder von Getreide. Haben wir hier Getreide? Weizen haben wir. Ja, dann nehmen wir doch die Seth-Familie. Valerius. Sehr schön. Wahrzeichen entdeckt. Settler complete. Ja, okay. Ein Legitimität. Alles klar. Du bist nun bekannt als Nullname der Siedler. Schön. Und ihr seid der Erste, der dieses Wahrzeichen entdeckt hat. Wie werdet ihr es nennen? Atargis River? Nein, 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 nein. Das wird natürlich der Nerd River sein werden. Der Nerd River. Zack. Sculpia joins the court. Okay, a new Geistlicher des Hofstaats. Sculpia has joined the court. Her aptitude in a matter of state will keep Rome moving forward. Okay, da ist also eine neue Geistliche gekommen und die wird uns mit Sicherheit voranbringen. Und ja, benötigt es Sulpicia geistig Hofstaat. Sulpicia, der Geistliche wird, ist es jetzt eine der oder ist es eine die? Ist eine die. Wird geistliches Hofstaats. Viel mehr Optionen haben wir hier auch nicht. Willkommen bei uns. Und, ach oh Gott, guckt euch das an. Ist das cool? Der Nerd River. Haha. Sehr schön. Oh, hier hinten haben sie schon Platz blockiert. Wir könnten da mal hingehen. Ja, wir versuchen das mal. Wir können hier mal hingehen und schauen, wann ihr Siedler kommt. Und gucken,
gucken, ob wir den Platz blockieren. Wenn der Siedler kommt und er runtergeht, dann müsste er theoretisch eine Runde haben. Es sei denn, er macht es in der gleichen Runde. Ich hoffe nicht, dann können wir in der Runde da reinziehen. Bleiben da stehen. Und wir könnten tatsächlich, wir haben mal die Ziegen ernten. Ja, machen wir. Zack, einmal Ziegen ernten bitte. Okay, hier sind noch Elefanten und Lutetia ist untätig. Und da gucken wir erstmal, was wir hier bauen. Ich würde tatsächlich, für 50 können wir einen Schleuderschützen bauen. Festspiele macht noch keinen Sinn, da sind wir noch ganz weit weg. Der Speer hat 20 Trefferpunkte und 3 Verteidigungsstärke. Der Schleuderer hat 4 Kampfstärke, 2er Reichweite und eine Zone of Control. Okay. Der Speer ignoriert Zone of Control. Der Krieger... Ja, wir nehmen den Schleuderer. Ich glaube, das bringt uns hier am meisten. Oder wir bauen einen Baumeister. Ja, wir nehmen den Baumeister. Ich glaube, das ist tatsächlich noch besser. Okay. Haben wir den Baumeister bitte? Und close. Hier seht ihr übrigens auch, das finde ich auch sehr schön, was hier jetzt reingeht. Die 11 Wachstum gehen jetzt hier komplett in den Baumeister, um quasi den Baumeister wachsen zu lassen. So kann man das, glaube ich, passend sagen. Und wir könnten jetzt in Rom mal schauen, ob wir tatsächlich in Rom die Möglichkeit haben, hier einen vernünftigen Governor einzusetzen. Obwohl, ja, wir müssen ja so viele Jobs noch vollsetzen, ne? Wir haben hier zum Beispiel noch den Gesandten. Okay, das können wir noch gar nicht machen. Das benötigt Feldherr, Redner oder Diplomat. Die haben wir noch nicht, okay. Dann können wir tatsächlich mal schauen, ob wir hier eine gute Gouverneurin reinsetzen. Und ich würde in dem Fall das gerne der Königin-Gemahlin Marcia geben. Das finde ich nicht schlecht. Königin-Gemahlin Marcia. Haben wir denn schon möglicherweise einen Sohn? Das können wir ja auch mal schauen. Noch nicht. Aber um ihr einfach zu sagen, dass wir sie doch ein wenig schätzen, würde ich ihr den Gouverneursposten anbieten. Das bringt uns Nahrung, Geld und Wachstum. Jawohl, sehr gut. Und das braucht 2 Befehlspunkte. Okay, dann machen wir es in der nächsten Runde. Einen haben wir noch. Jetzt können wir schauen, ob wir tatsächlich ihm noch was machen lassen. Wir können ihn zumindest irgendwo hinziehen. Was bringt uns das denn? Steine. Errichte eine Mine hier unten. Ja, wir brauchen noch Eisen, da sind wir bei minus 1, ne? Dann gehen wir erstmal dahin und errichten eine Mine. Da sind wir zumindest schon mal eine Runde näher dran. Jetzt seht ihr übrigens auch, wir könnten hier jetzt auch noch weiter hingehen. Da müssten wir aber Training ausgeben. Das möchte ich nicht. Das machen wir nicht. Okay, gucken wir mal hier kurz rein. Einer hat angegriffen. Da müssen wir auch noch mal draufhauen. Können wir noch nicht. Nächste Runde. Er kann nichts mehr machen. Verbesserung fertiggestellt. Farm, okay. Stadt gegründet, Lutetia. Maximale Befehle für 40 wurden sie verkauft. Technologie Fallenstern wurde entdeckt. Okay, gut, kennen wir. Nächste Runde. Prinz Remus, dein Bruder, hat vor kurzem sein gutes Gespür und Erkenntnis bewiesen. Er hat eine Weisheit erlangt. Das wundert mich jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, die Syrer. Our scouts have encountered travelers from a foreign land. All thought they speak a strange tone. These men and women appears harmless. They wish to greet our people and establish relations. Do we dare risk our nation's security? Wir haben also jetzt die Leute aus Syrien getroffen und sie möchten einfach gern mal mit uns reden. Sie kommen uns, wenn ich das richtig lese, kommen sie uns harmlos vor. Und es ist die Frage, was wir mit denen machen wollen. Avoid them, as we have enemies enough. Oder interact with them and share freely. Tja. Das würde uns natürlich Meinung bringen, ne? Das ist jetzt der Punkt, wenn wir im Rollenspiel sehen, was würde unser König machen? Er ist mutig und weise.
Tja. Wie würde unser König reagieren in dem Fall? Ich würde sagen, als Weiser würde sagen, wir handeln mit ihm. Interact with them and share freely. Okay. It's time to choose your next ambition for the future in Rome. Das ist übrigens auch sehr interessant. Es gibt diese sogenannten Ambitionen. Und das waren früher die einzige Möglichkeit im Prinzip zu gewinnen. Wir können ja mal auf den Siegfortschritt gehen. Wir sehen hier Zeitsieg, dann gibt es hier Conquest, Double and Ambitions. Es gibt von Zeit zu Zeit gibt es die Ambitions. So, was ist das jetzt? Gehen wir zurück auf Rom und hier rein. Die müsst ihr wählen, und dann habt ihr eine gewisse Zeit lang Zeit, diese Ambition zu erfüllen. Wenn ihr das schafft, kriegt ihr einen Siegpunkt, wenn nicht, dann in dem Fall eben nicht. Wir sehen hier, wir haben bereits zwei erfüllt, die Syrer auch, die Ägypter haben einen. Ja, wir sehen es hier, total 2. Und wir könnten jetzt sagen 5 Beförderungen, da bin ich mir jetzt allerdings nicht ganz sicher, ob wir das wirklich schaffen. Oder 400 Steine, das fände ich schon realistischer, wir produzieren ja schon 8. Oder wir warten noch 5 Jahre. Ich würde sagen, wir produzieren 400 Steine. Und dann können wir mal hier oben gucken im Ambitionssieg. Und dann sehen wir hier, die nächste Ambition zum Freischalten sind 400 Steine. Und wenn fertig, dann kriegen wir 10 Legitimität. Und Valerius bekommt 88 Meinung für die nächsten 40 Runden. Okay, dann wollen wir gucken, dass wir das hinkriegen. Das sieht auf jeden Fall machbar aus. Und dann gehen wir mal zu ihm hier. So, er ist da. Wir schauen mal weiter. Seine Stadt ist ja hier hinten, Vasset. Wir gucken mal, ob er schon... Oh, er hat schon einen Siedler. Okay, dann lassen wir den da stehen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen mit dem Austausch. Da bin ich mal gespannt. So, da hinten müssen wir jetzt einmal kämpfen. Jawohl, yes. Wir bleiben gleich da stehen. Und warten hier ab auf den nächsten Siedler, den wir bauen. Und wir sind hier gerade beim Krieger dabei. Noch 2 Runden, danach machen wir die Festspiele. Ich würde tatsächlich... wir bräuchten halt auch einen Siedler. Wir schieben den Siedler danach. Ja, wir machen erst die Festspiele und dann den Siedler. Ja, so machen wir das. Okay. Gut, dann gucken wir mal den Baumeister. Ihn wollten wir tatsächlich dahin schicken, um eine weitere Mine zu errichten, damit wir ein wenig Eisen produzieren. Okay, nächste Runde. Und da kommt er. Ah, der Schlawiner hat den Platz noch nicht geräumt. Also er wird wahrscheinlich draufziehen. Na gut, funktioniert vielleicht doch nicht so einfach. Tja, dann können wir eigentlich gar nicht so viel machen. Er kann sich hier bitte verschanzen. Wir könnten auch den Feldherr jetzt entbinden. Ja, ich denke, das ist okay. Und dann werden wir die hier verschanzen. Er kann hier erstmal stehen bleiben, falls noch jemand auftaucht. Das macht jetzt keinen Sinn. A new hire. Oh. Ehrlich? Prinz Titus wurde geboren. Die Fabius-Familie hat einen neuen Königsanwärter bekommen, den guten Prinz Titus erst zurückhalten gegenüber uns. Ja, wahrscheinlich hat ihm das Googie Gaga abgeschreckt. Man weiß es nicht. Okay, die Legitimität steigt. Familienmeinung plus 3 wegen der Befehle. König Romulus, der Siedler, gibt uns tatsächlich plus 20 und die Ereignisse nochmal plus 12. Schön. Und ja. My legacy has been secured. König Romulus der Siedler plus 20 Erfahrungspunkte. Okay, sehr gut. Dann gucken wir mal bei ihm. Und ich habe so die Befürchtung, dass das hier nichts wird. Wir lassen ihn trotzdem nochmal eine Runde stehen. Vielleicht kriegen wir den Austausch ja trotzdem hin. Nächste Runde. Ah, da ist auch einer. Na, okay. Ja, hat nicht geklappt. Schade. Aber gut.
Dann ist es leider so. Oh, ein freundliches Treffen. Boten des Reichs von Griechenland grüßen unseren Speer und laden sie zu einem formlosen Treffen ein. Diese Vertreter vom griechischen Hofstaat scheinen erfreut, mit unserem Reich in Kontakt getreten zu sein. Und sie hoffen auf gute Beziehungen zwischen uns. Wie sollen wir erwidern? Zeige ihnen unseren guten Willen mit einem Geschenk. Die Frage ist, ist er der Geschenketyp? Versammelt die Truppen? Nein, brauchen wir nicht. Das Zepter niederlegen wollen wir jetzt auch nicht. Scheidung? Nein, wollen wir alles nicht. Wir wollen uns eigentlich nur den König mal angucken. Das ist das tatsächlich, was mir jetzt fehlt. Irgendwie wie in Crusader Kings. Also wirklich eine Ansicht, was der König jetzt wirklich kann. Das haben wir nur hier. Er ist rücksichtslos. Aber als Heerführer. Okay. Als Statthalter bringt er uns 2 Wachstum. Er ist ansonsten Taktiker. Er ist weise und diszipliniert. Er ist also ein mutiger, disziplinierter, weiser Taktiker, der allerdings nicht so... Moment, er hat eine minus eine Disziplin trotzdem und hier plus 2. Das heißt in der Summe wahrscheinlich plus 1. Genau. Er ist allerdings natürlich auch sehr mutig. Also, ich sehe hier in keinem Perk, dass er irgendwie verschwenderisch ist. Deswegen werden wir ihm kein Geld geben. Ich denke, wir werden sagen, halte das Treffen zivilisiert. Das wäre dann aber auch schon alles. Also anders kann ich mir eine Reaktion von Romulus, dem Siedler, hier beim besten Willen nicht vorstellen. Gut. Hier ist ein neuer Krieger. Sehr schön. Den schicken wir mal da oben hin. Und ihr seid der Erste, der dieses Wahrzeichen entdeckt. Wie werden wir es nennen? Ja, ich würde mal sagen, wir benennen das Wahrzeichen nach Titus, nach unserem Sohnemann. Wir benennen dieses Wahrzeichen. Ja. Haben wir das jetzt nicht mehr? Moment. Ist zurück? Nein. Schade, ist das jetzt echt weg? Okay, das ist ja ärgerlich. Na gut. Hätte ich das gewusst, hätte ich das gleich genannt. Okay, dann heißt es jetzt Xeric Pine and Juniper. Na gut. So, wir gehen weiter und ich würde dann tatsächlich da lang gehen und mal schauen, was hier oben noch ist. Mit ihm erkunden wir in die Richtung weiter und du bleibst dort stehen, bis der Siedler hier fertig ist. Okay, sehr schön. Ihr Lieben, wir machen morgen weiter. Ab jetzt 18 Uhr, jeden Tag Old World. Und es würde mich freuen, wenn euch dieses Let's Play und dieses Video gefällt, denn dass ihr ein Like und ein Abo dalasst. Also in dem Sinne, macht's gut und bis morgen. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.